Irgendeinen Namen. Ah, so. Aber cool, dass ich mich noch daran erinnern konnte, dass der Dust, dass die Dustwaffe das war. Der Dust Crusher. So. Wow, wir sind gleich schon bei Dr. Kozak. Finde ich gut. Was hatte der noch im Petto? Was war das noch? Der hatte noch irgendeine fiese Waffe auf Lager. Ich weiß es nicht mehr. Coole Musik. Oh nein, oh nein. Oh, mit bewegendem... Ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass es das Mega Man gibt. Daran kann ich mich ja null erinnern. Oh Gott, oh Gott. Daran kann ich mich ja echt null erinnern. Oh, toll. Ja, ganz toll. Das ist ja... Wir gehen unten lang. Hab ich gerade beschlossen. Und ich falle voll rein. So, ich würde mich zwar gerne aufladen, aber das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Es sei denn, oben kommt noch irgendwas Tolles. Ey, diese blöden Kanonen, ne? Und diese blöden Stellen. Ah, leck mich am Arsch. Ich hasse so Level. Die habe ich bei Mario immer schon gehasst, wenn sich der Hintergrund oder die Welt weiter bewegt hat und man musste einfach mitgehen. Das habe ich immer schon so gehasst. Deswegen am besten immer so weit wie möglich schon nach vorne gehen, damit man sieht, was kommt. Dass man genug Zeit hat zu reagieren. Ich für sowas hier zum Beispiel. Jetzt kann ich nämlich oben lang gehen. Und werde trotzdem getroffen. So, ich möchte gerne was aufladen, nämlich, ja, den Wire, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Dustwaffe unbedingt brauche gleich. Ich gucke einfach mal. So, jetzt sind wir oben. Jetzt müssten wir eigentlich eine bessere Chance haben als eben. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt können wir nämlich den Duster noch aufladen. Wunderbar. So, jetzt haben wir eine bisschen bessere Ausgangsposition als eben. Ich würde gerne noch einen E-Tank einsammeln, ehrlich gesagt. So, was kommt da? Was kommt da? Kommt bestimmt so ein Jumper, ne? Mit einem... Ja, natürlich. Oh, die Welt hat angehalten. Und die Welt steht still um Mega Man. Ihr ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ich glaube, ich kann den Jet hier nicht rufen, ne? Ja! Ah, Kacke. Was mache ich denn jetzt? Soll ich da Schaden nehmen? Das Ding kommt auch immer wieder. Ja, das ist ja spitze. Wie soll ich das denn wieder anstellen? Stopper. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ja, das klappt super. Das klappt ja absolut spitze. Lässt du mir was Tolles? Oh je, warte mal, ich mach noch mal so. Ja, okay, das klappt. Okay, das klappt. Einverstanden. Oder wenn du hier einen Speedrun machst, ne? Also für Mega Man 4 möchte ich euch keinen Speedrun machen wollen. Oh nein, nicht schon wieder. Die Level sind ja sowas von unbequem. Ich glaube, das wird... Ist das ernsthaft? Ist das... Was macht die? Ach so. Ah, dann fliegen sie nach oben weg. Okay, damit ich sie kein zweites Mal verwenden kann. Auch nicht schlecht. Ich bereue gerade so ein bisschen, dass ich mir die Balloons nicht geholt habe. Und ich wette, da kommen gleich noch welche von diesen Fliegesteinen. Natürlich. Ah ja, was denn? Ja, was denn? Oh, was? Warum war denn der jetzt so weit weg? Da überlegt man doch wirklich, ob man fliegt, ne? Ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob der Jet dafür ausreicht. Ich glaube, das schaffen wir auch so, oder? Da brauche ich nicht fliegen. Das geht auch so. Zumal die ja nur ganz weghauen, wenn man sie verlässt. Ansonsten gehen die ja immer wieder nach oben weg. Also alles gut. Die hauen ja nur ab, wenn man... Wenn man wirklich runterspringt, dann sausen sie nach oben weg. Ansonsten kann man ja locker flockig drauf stehen bleiben. So, passt ja. Ja, so ist doch gut. Das ist in Ordnung. Das schaffen wir doch. Das ist doch wunderbar. So, ein bisschen nach oben. Coole Steine.
Die sind mal besser wie die Invisible Blocks. Aber die kommen bestimmt auch noch. Könnte ich fast drauf wetten, dass die noch kommen. Oh, schaffen wir das? Ja, das glaube ich. Wie kommt man denn da dran? Wie soll man denn... Moment. Warte mal. Kann ich die Wire auch nach... Nee, kann ich schon nur nach oben abschießen. Nee, das bringt nichts. Wie soll man denn... Nee, mit der Ringman-Waffe haben wir ja schon probiert. Das funktioniert ja nicht. Dive, Skull, Bright, Toad. Ich glaube, das ist ein Fake, oder? Das kann man sich gar nicht holen, das E-Tänkchen. Wie soll ich mir den holen? Oder gibt es da einen Geheimgang? Warte mal, es könnte sein. Ja, da gibt es bestimmt einen Geheimgang oben. Dass man da runterfallen kann. Boah, wie gemein. Das habe ich natürlich jetzt verpasst. Okay, egal. Ich glaube, 4 E-Tanks habe ich noch, ne? 3, ein Leben. Okay, wir können uns den Boss also nochmal angucken. Was kommt denn hier jetzt? Oh Gott. Oh nein. Ach ja, ich weiß, was das ist. Okay, was hilft denn gegen die? Drillman-Waffe? Nein. Pharao-Shot? Naja, es geht. Ist halt... Ja, nee, nicht wirklich. Ringman-Waffe? Ja, geht schon besser. Ringman-Waffe ist einigermaßen okay. Was habe ich denn sonst noch im Angebot? Den Dust Crusher? Nee. Den Dive Missile? Nee. Skull Barrier? Nee, hilft gar nicht. Okay, dann bleiben wir bei der Ringman-Waffe. Oh, scheiße. War doch Ringman, oder? Ja, Ring. Oder was? Dustman? Was hat denn jetzt mehr Schaden gemacht? Nee, dann Ringman. Okay. Ist eigentlich nicht so hart. Das Problem ist, dass jetzt noch ein zweiter kommt. Ich glaube, der geht die Wände an der Seite auch hoch, ne? Ja, genau. Dann müssen wir mal gerade aufladen. Aber ich überlege, ob ich mit dem Buster nicht mehr Schaden mache. Kommt da eigentlich noch einer danach? Oh, ich schieße ja auch aufgeladene Schüsse. Und geteilte. Der geht aber eigentlich. Der, so hart ist er nicht. Ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt einen E-Tank gebraucht habe. Der ist doch eigentlich gar nicht so hart. Ist doch in Ordnung. Hallo? Ich dachte gerade, da kommt noch was. Das wäre es gewesen. Okay, alle Waffen mal ausprobiert. Egal. Egal. Wir haben's. Wir haben's. So, vielleicht schaffen wir sogar noch den Dr. Kosek in dieser Folge. Das fände ich super. Ach, schön. Herrlich. So, Dr. Kosekchen, dann gucken wir mal. Okay. Was ist hier los? So, kleinen Moment. So, entschuldigt, da bin ich kurz unterbrochen worden. Musste kurz zur... Kurz runterhechten, deswegen bin ich gerade ein bisschen aus der Puste. Entschuldigt. Oh, da hätte ich was aufladen können. Verdammt. Okay. Muss ich denn irgendwas... Keul habe ich voll. Nö, eigentlich. Eine Ringman-Waffe. Ja, wahrscheinlich brauche ich die dann gleich. Egal, wir kriegen das schon irgendwie aufgeladen. So. Ah, ihr schon wieder. Ihr habt mir gerade noch. Ah, hab ich schon eingesammelt, ne? Jo, zu spät. So, da unten das Ding kriegt man, glaube ich, mit der Drillman-Waffe auf, oder? Und dieses blöde. Ich werde die einfach nie verstehen. So, Drillman. So, die Hammer, alles klar. Dann hier auf den Buster wieder und zurück. So, ich hoffe, der hat nicht noch eine Form, so wie Wily. Ich glaube aber schon. Ich glaube, der hat mindestens noch ein verstecktes Ding. Nö, aufladen muss ich mich nicht. Das passt so. Boah, wow, Megavent 5 ist das, glaube ich, auch so, wo so versteckte Sachen noch irgendwo sind, ne? Oh, hier kann ich zwei gegen. Hier kann ich zwei Wege gehen. Da könnte ich mit der Wire hoch und dann... Warte mal, wo komme ich denn da hin? Da falle ich da runter, okay. Wo komme ich da oben hin? Das ist aber neu. So, warte mal. Ganz kurz. So, dann muss ich mal gerade mal gucken, was... Was denn hier? Ich würde fast sagen, ich gehe unten lang, oder?
Aber mal spaßeshalber. Ich glaube, wir gehen mal unten lang. Ich will da wissen, was da ist, weil mit ohne die Wire kommt man da ja nicht hin. Vielleicht gibt es da irgendeinen Bonus oder so. Okay, so. Nein, ich hänge fest. Oh, nee. Oh, wie gemein. So. Ja, aber gerade so. Okay. So, einmal aufspringen, bitte. Jetzt bin ich gespannt, was es da gibt. Ich komme mal direkt zum Gegner, oder was? Oder war ich... Keine Ahnung. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, ah, oh. Okay, es gibt zwei Wege hier. Das ist ja geil. Hoffentlich brauche ich die Drillman-Waffe gleich nicht. Das wäre so ein bisschen... Ja. Nicht so gut, ne? Ah, wir haben wieder 4 E-Tanks. Oh, it's so wonderful. Boah, die brauchen so viel Schuss. Das gibt's gar nicht. Für so eine komische Feder, ne? Ach, ihr, euch gibt's ja auch noch. Ah, da oben kämen wir wahrscheinlich wieder runter. Alles klar. Ja, dann... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der leichte Weg war oder der schwere. Ich kann es echt nicht sagen. Brauche ich nicht. Ist in Ordnung. Jetzt kommt wahrscheinlich Great 8, wa? Bei meinem Glück. Die kommen mit Sicherheit. Absoluter Wahrscheinlichkeit kommen jetzt die Great 8, oder? Nein, doch nicht. Okay, warte. Oh, ah, der schon. Okay. Le Kollege. So, was macht denn der? Irgendwie gerade gar nichts. Oh, 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 den darf ich nicht kriegen. So, ich weiß nicht, was hilft denn gegen den. Ich probiere mal den Fahrer-Ausschott. Mal schräg oben, bringt überhaupt nichts. Okay, Drillman-Waffe bringt auch nichts, Alter. Okay, der ist wahrscheinlich gegen alle seine Waffen immun, weil er die Roboter ja gebaut hat. Ah, Ringman. Wunderbar, Ringman-Waffe ist for the win. Okay. Ringman for the win, Ringman for the win. So, ich muss mich aber trotzdem noch mal ganz kurz aufladen, weil der wird schneller. Der Kollege wird schneller. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Ah, oh, der schleudert einen nach unten. Boah, wie gemein ist das denn? Der Sack schleudert einen nach unten. So, ich weiß nicht, ob das jetzt vonnöten war. Ich hoffe einfach mal, dass es was nützt. Ja, bin mal gerade ein bisschen ruhiger. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Nicht mehr allzu viel Ringman-Energie. Und das war's. Okay, dann machen wir weiter mit dem Buster. Ja, so viel schneller wird er jetzt auch nicht. Es geht eigentlich. So, 3 Treffer noch. Oder 2. Jawohl, geschafft! Huh. Please, Mega Man, don't! My father is not really evil. Dr. Wily took the hostage and forced my father to fight you. Please, Mega Man, don't hurt my father anymore. Oh, Kalinka. Vater! Mega Man, forgive me. You betrayed me, Proto Man. I'm gonna break you, Mega Man. So, so, die gute Dr. Wily steckte mal wieder dahinter. Es war ja irgendwo klar, ne? Es war ja mal wieder klar. Mit seinen Augenbrauen des Todes. Ja, siehste? Also er hat Dr. Kozaks Tochter entführt. Und Mega Man, beziehungsweise ihn dazu gezwungen, diese Roboter zu bauen und Mega Man auszuschalten. Und jetzt dürfen wir noch gegen Dr. Wily antreten. Aber Leute, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich teaser euch gerade noch ein bisschen das Level an. Kleinen Moment, jawohl. Ah, okay, wunderbar. So, ich speichere kurz ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man. Bis dann.